Ja, wir haben über ganz viel gesprochen, über das Material, alles, was man eigentlich braucht, was wir auch verbessern können. Aber wo wir eigentlich nicht drüber gesprochen haben, ist unser Kopf. Über das Vertrauen, über den Mut, den man eigentlich haben muss, zum Speedsurfen und ja, überhaupt den Zustand, den man nötig hat. Das ist so, ja. Die große Frage ist aber, braucht man einen gewissen Zustand oder braucht man einen Kopf dazu? Oder will man einfach Spaß haben und alles kommt von alleine? Das ist eine gute Frage. Meinst du, dass das so ist, wenn man einfach nur genießt und Spaß hat, dass der Rest von selbst kommt? Ich glaube, das ist auch bei mir nach wie vor das Wichtigste am Ganzen. Obwohl ich immer sage, ich muss trainieren, obwohl wir auf extrem viele Sachen schauen, die wir verbessern können, verbessern müssen, auch ums geht. Schlussendlich gibt es so viele Sessions, wo ich einfach surfe, wo ich einfach genieße, wo ich einfach Spaß haben will, auch wenn ich danach ein Zusammenschiss kriege, warum ich nicht das verbessert habe und das versucht habe und das gemacht habe. Wer scheißt dich denn an? Der Mann im Background. Okay. Der starke Partner. Ja, ja, ja. Aber es ist auch völlig okay. Also ich will mich ja verbessern, ich will weiterkommen. Aber solange ich Spaß habe am Windsurfen, ist alles gut. Und das andere kommt irgendwann dann auch von alleine. Ich glaube, man darf nach wie vor nicht vergessen, es ist Spaß auf dem Wasser ist das absolut Wichtigste. In meinem Kopf zumindest. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich mich auch nicht verbessern und dann werde ich auch nicht besser. Und wenn es nur darum geht, irgendetwas durchzustieren oder ich muss jetzt und mich dann so reinbeiße, dann, also mein Charakter ist zumindest so, dann geht's nicht. Darum empfehle ich eigentlich allen, habt einfach Spaß. Versucht mal ein bisschen schneller zu fahren, ein bisschen abzufallen und alles andere kommt dann eigentlich von alleine, glaube ich zumindest. Ja, kann man da gut was bei vorstellen. Ich probiere immer ein bisschen Piano zu spielen, so natürlich, nicht? Loszulassen, weil ich merke als erstes, dass ich gespannt bin, wenn ich den Gabelmast richtig festhalte. Und dann probiere ich wieder zu entspannen und auch ja, ich weiß nicht, was hilft dir, um zu entspannen? Gute Frage. Also grundsätzlich sagen alle, und das sagt auch Karin Jacki immer, man muss den Gabelbaum eigentlich nur streicheln, wirklich nur spüren, weil ich mache sehr viel mit Kraft und das ist eigentlich falsch. Ich habe die Hände immer offen, weil ich mich am Gabelbaum klammere wie ein Äffchen. Okay. Und das heißt aber nicht, dass ich mich selber verspanne, aber wenn wir jetzt gerade beim Gabelbaum sind, eigentlich muss man ganz locker halten und man muss alles mit dem Rumpf halten. Und mir hilft wirklich, wenn ich einfach versuche, die ganze Atmosphäre, den Wind, das Wasser aufzusaugen und wirklich einfach Spaß zu haben, den Wind im Haar zu spüren und einfach ins Gleiten zu kommen und dann bin ich schon happy. Und ich glaube, das ist, wie ich vorhin schon sagte, das ist einfach das Wichtigste schlussendlich. Obwohl, es sagen sehr viele, ah, oh, Speedsurfen, ah, oh, ich habe Angst und ah, oh, das ist gefährlich, aber es ist wie Fahrradfahren, alles ist schlussendlich gefährlich und man kann immer blöd hinfallen, es tut immer weh. Klar ist es mit 90 km/h schmerzhafter als vielleicht mit 50 km/h, aber beim Fahrradfahren, wenn man runterfährt, ist es auch schmerzhafter als wenn man den Berg hochfährt. Ja. Darum, ich glaube, wenn man bereit ist, ein bisschen schneller zu fahren und bereit heißt, ja, ich versuche mal einfach ein bisschen abzufallen, ein bisschen schneller zu fahren, und das dann stetig weiterentwickelt, dann spürt man auch, dass man keine Angst haben muss. Grundsätzlich ist es auch so, bei jeder Sportart, Respekt gehört dazu. Man muss Respekt haben, man muss sich bewusst sein, was passieren kann. Man hat eine scharfe Finne am Brett, man kann sich hinlegen und aufs Material oder auf den Gabelbaum fallen, aber das gehört dazu. Man knallt halt mal den Mast aufs Brett und das Brett ist zur Sau. Aber es ist nur Material. Wenn es nur das Material ist, ist es ja gut, nur aber Material, genau. Es ist ja häufig der Kopf. Darum sicher schon mal einen Helm anziehen, genau. Eine Prallweste anziehen. Genau. Und dann ist man selber schon weitgehend geschützt. Und alles andere kann beim ganz normalen Surfen auch passieren. Es kann immer etwas dumm laufen und man fällt. Aber es gehört dazu. Dann aufstehen, Helm richten, weiter geht's. Ich habe so viel gelernt diese Woche, Heidi, und das sitzt in so vielen Sachen. Es ist nicht nur der Trim, es ist nicht nur die Haltung, der Kopf, der Spott natürlich auch, da haben wir eigentlich überhaupt noch nicht drüber geredet, Mann. Aber man kann tausend Sachen kann man eigentlich wirklich machen, um sich zu verbessern.
Und was mir immer hilft, ist auch das Posten, ne, auf GPS, weil dann kannst du ja auch sehen, vor allem deine Schnellheit. Das ist das eine, was echt gut ist. Und das andere ist auch, dass man sich mal filmt und dann auch mal die Analyse macht. Und naja, weißt du kommst dann auch an, na Kirsten, konntest du es umsetzen? Und hast mir dann so ein Foto gezeigt und dachte ich, na, da geht noch mehr. Genau. Und dann, ja, das sind zwei Sachen, die auf alle Fälle sowieso helfen. Und ich würde mich so freuen, wenn viel mehr Frauen einfach auch viel mehr posten, weil es geht nicht nur um, ja, es heißt dann GPS Speed, auf GPS Speed, aber es geht ja auch darum, dass du eigentlich vielleicht jeden Tag ein bisschen besser oder ein bisschen schneller oder ein bisschen lockerer surfen möchtest. Und dann, ich würde mich so freuen, wenn viel mehr Frauen posten würden. Das ist so, ja, ich hänge da gleich mal ein. Du hast jetzt viele Sachen angesprochen. GPS Speed Surfing ist so eine coole Plattform. Man kann da wirklich schlussendlich pro Spot, pro Segelgröße, pro Brettgröße schlussendlich auch alles rausfiltern. Und ich finde, es ist eine Plattform, die man nutzen sollte, um seine Speeds hochzuladen, um auch wie ein persönliches Tagebuch zu haben. Ja, konnte ich mich genau beim Spot zum Beispiel da in La Palma, La Franchi verbessern oder nicht? Ich meine, wenn ich hier bin, jede Session, die ich auf dem Speedboard fahre, lade ich eigentlich hoch, um wirklich zu schauen, in welchen Konditionen bin ich wie gefahren oder konnte ich mich wie verbessern. Und auch die Dunkelberg Speed Challenge ist eigentlich eine Plattform, um sich weltweit zu messen an verschiedenen Spots. Ich meine, es ist nicht der einzige Spot, wo man schnell fahren kann. Ihr in Holland habt ja viel mehr Spots. Also ich meine, ihr könnt ja extrem profitieren grundsätzlich. Klar, ja. Und ja, vielleicht muss ich mich da selber auch ein bisschen an der Nase nehmen. Ich poste eigentlich nur Sessions, die ich mit Speedboard gefahren bin oder schnelle Slalom-Sessions, die meine PBs sind. Was grundsätzlich auch falsch ist, weil ich widerspreche mir jetzt ja eigentlich gerade selber, mein Tagebuch führe ich ja nicht mit jeder Session. Ja. Also ich kann gerne auch, wenn das vielleicht auch den Girls hilft, Sessions hochladen, die nicht so schnell sind. Ja, wir würden uns auf alle Fälle freuen, weil das ist ja auch immer, wie kriegen wir den Abstand zu dir jetzt ein bisschen weniger, ne? Genau, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich in jeder Session über 40 fahre oder über 35 Knoten, respektive über 65 bis 75 oder 80 km/h ist ja absolut nicht so. Ja. Ich meine, zu Hause, da bin ich schon froh, wenn ich irgendwie 65 km/h, das ist dann schon absolut gut. Ich fahre da mit 130 Liter Brett. Ja, immerhin. Ja. Aber das ist dann für mich schon eine mega coole Session. Und grundsätzlich mache ich das gerne, wenn das auch den anderen Girls hilft, kann ich gerne auch jede Slalom-Session, die ich zu Hause fahre oder auf irgendeinem Spot hochladen. Und dann ist halt dann vielleicht Average auch mal nur 55 km/h, oder? Das geht. Und ist ja völlig okay. Ja. Nur dachte ich bis anhin, das interessiert gar niemand. Darum poste ich nur, wenn ich schnell gefahren bin. Aber ich glaube, das ist ein falsches Denken von meiner Seite auch. Naja, ich glaube, wir haben auch gesehen, wir haben ja gefragt, was habt ihr für Fragen mit dem Speedsurfen? Da kamen ja so viele Fragen rein. Du warst ja den ganzen Tag eigentlich nur am Beantworten und Posten. Ja, also da ist auch eine Frage von ganz vielen Leuten. Also. Genau, eben. Also ich kann das wirklich gerne machen in Zukunft, wirklich eigentlich jede Slalom-Session auch posten, wenn das wirklich interessiert und wenn das hilft, zu sehen, Heidi fährt auch nicht immer schnell und fährt auch nicht immer 80 km/h, dann mache ich das sehr gerne, um mal wirklich auch den Vergleich zu sehen, wenn ich mit großem Material fahre oder nicht mit Speedmaterial, was ich dann für Zeiten fahren kann oder eben nicht fahren kann, weil die Bedingungen müssen schlussendlich auch immer stimmen, um schnell fahren zu können. Ja, und was mich interessieren würde, wie fährt Heidi in Outdoor, wie fährt Heidi in Gräflingen, wie fährt Heidi auf dem Hauptrittdeich, wie fährt Heidi in Holland? Also Heidi, du bist herzlich eingeladen und wir freuen uns, wenn du mal kommen würdest. Würde ich sehr gerne annehmen, also ich komme super gerne nach Holland. Und es wäre super cool, wenn dann auch viele Ladies kommen würden, klar, damit ich auch da Tipps geben kann und vor allem aber auch Tipps von euch kriege, wie ich mich da in Holland in euren Spots oder auf euren Spots verhalten muss. Super, klasse. Doch, sehr gerne, ich bin dabei. Top. Und was sollen wir sagen, gegen andere Männer, die sehr gerne eine Frau wünschen, die auch windsurft. Woonmobil, Standsheizung,
koffiemachine. Guter Kaffee, ja. Ja, guter Kaffee. Oder Tee, schnell ein warmer Tee. Auch die Möglichkeit für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neopren. Vielleicht? Ja, vielleicht. Vielleicht ein paar Tage ohne Wind am Strand. Ja, aber dann werden die nicht besser, natürlich. Nein. Das ist schwierig, hè? Ja. Nein, mit Wind, aber nicht zu viel, nicht zu wenig. Soms keine Fische im Wasser. Ja. Das ist wichtig. Vielleicht mal zwischendurch shoppen gehen. Ah ja. Ja, aber richtige Windsurfvrouwen shoppen die gerne. Nein. Vielleicht könnt ihr uns einfach das Material aufricken, bereit machen, zum Strand tragen. Ja, das geht weiter. Und dann ein bisschen motivieren am Strand, so genau. Cheerleading. Oh ja. Und vielleicht kennst du auch diese. Welke Segel sollen wir brauchen? 7-0. Okay, 7-0. Ja, hast du aufgeregt und dann richtest du für dich selbst ein 7-8. Und dann kommt die Frau zurück, die sagt, nein, 7-0 ist zu klein, ich muss 7-8 haben, ja. Und dann das Brett ist nicht gut und die Finne, eine neue Finne. Schlussendlich haben dann beide nicht gesurft, weil Material nie richtig war. Ja, nee. Wow, oder allein die Frau hat richtig gesurft. Ja, genau. Das kennst du auch? Ja. Heute war sie mit meinem Material draußen. Ach ja, immer. Ja. Tolle Leute, los aus Wasser. Ja, aus Wasser, Ladies. Come on.